Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir spielen jetzt hier eine Runde Schach und reden dabei. Ich spiele zusammen mit dem Max. Hi. Und ich spiele Schach halt, wie gesagt. Und er war im Schachverein und ich hab's nur so aus Spaß mal in der Schule gespielt. War aber auch kein Verein oder so. Das heißt aber nicht, dass ich einen Vorteil hätte oder sowas. Okay, Weiß ist dran, ja? Achso, ich kann sogar wirklich sitzen. Wer weiß du? Krass, krass. Passt. Ja, ich wende da meine Taktik an. Ey, weh, du schaffst es irgendwie hier Schachmatte für 10. Ach, doch. Doch, ich mach den dreiteiligen Bauernangriff. Also, hä, was? Okay, da hat er schon, er hat voll die Ahnung von diesem Spiel. Ich weiß, es ist nur Schach, ja. Bei meiner Taktik ist das ein 3 Züge Schachmatt. Genau, ich weiß nicht, ob das. Ja, das war eingeplant, ne? Ja, genau. Scheiße! Ich wusste irgendwie, dass es eingeplant ist. Na, willst du ihn jetzt schlagen oder nicht? Was machst du da? Okay, ich hab den falschen genommen, den kannst du. Da dachte ich mir gerade auch, was bringt dir das jetzt? Ich nehme 2 und du bekommst 1, ja, okay. Ja, ich hab's gefailt. GG, Junge, GG. Ja, guck's dir an, weißt du, jetzt hab ich nämlich 1 verloren und du hast 2 verloren. Du hast sogar denselben verloren, das war ziemlich sinnlos. So, ich muss kurz überlegen. Auf. Ich hab keine Taktik. Also ich baue mir meine Taktik auf, indem ich sehe, was ich hab und so, aber. Okay, dann mache ich eben den 5-zügigen Bauernschachmatt. Ach so. Oh fuck, der hätte ein Schwell weitergekriegt. Er ist ein Boss, ey, ihr seid alle die Boss. Warte, was? Hier Störung anzuzeigen? Nee. Ja? Aha. Ach, keine Ahnung. So, ja. Sehr interessant. Ach, hast du schon? Ja, jetzt habe ich gerade. Oh. Das ist eine sehr interessante Runde Schach, weil er total gut ist und ich nicht. Aber wir müssen über irgendwas labern, weißt du? Weil sonst wird das ja auch irgendwann langweilig. Okay, bin dabei. Okay, komm. Über was kann man labern? Über. Ich würde sagen, wir können über Frisuren reden. Ich weiß nicht warum, das ist mir gerade eingefallen, ja? Okay. Okay, ich würde am besten so sagen, was wir so erstmal für Frisuren haben und warum wir irgendwie sowas bevorzugen oder so, ja? Also, ich habe eine leichte Umwandlung vom Undercut. Also, ich habe zuerst einen Undercut, ganz normal, und habe mir die dann etwas länger wachsen lassen. Also echt nicht lang, aber die sind immer auch ziemlich kurz. Aber jetzt habe ich mir etwas wachsen lassen und dann mache ich da ein bisschen Zeugs rein und dann können die entweder hochstehen oder die liegen normal. Super toll. Hab braune Haare und ich bevorzuge kurze Haare. Also ich hatte schon, du bist dran, ne? Ja. Ja, normal. Ich hatte schon etwas längere Haare, aber die habe ich mir halt geschnitten. Und ich bin froh, dass ich sie mir geschnitten habe. Weil davor hatten die mir, weiß ich nicht, Kopfschmerzen und alles bereitet. Das war also echt nicht schön. Und ich dachte halt, das wäre irgendwie immer so. Und ich bin jetzt eigentlich froh, dass ich kurze Haare habe. Ja, ohne Spaß, wenn die so voll im Gesicht lagen, ich habe die dann so gesehen oder so. War ziemlich blöd und ich hatte auch so ein komisches Gefühl. Keine Ahnung. Ist halt so meine Meinung halt davon. Deswegen, du jetzt dran, oder? Du bist dran. Steht oben rechts immer. Und, schwarz, okay. Ja. Also, ja. Also ich bevorzuge echt kurze Haare und du bist ein Hurensohn. Okay. Ich bevorzuge echt kurze Haare, obwohl ich auch schon lange Haare hatte, weißt du, also gehört halt echt zu jedem Menschen, wie er will, nee, aber. Ja. Ne. Nennt man ja. Ich wollte eigentlich.
Mein Bauer läuft jetzt bis zu deinem König. Dann wird der hinterher geschlagen, ja. Okay, ich habe letztens so, warte, vor 2 Wochen, als meine Freundin hier oben war und irgendwas gezockt hat, bin ich einfach runtergegangen, meinte zu meinem Vater, ey, lass jetzt Schach spielen, ja. Ich hatte voll Bock auf Schach, ja. Und das ist kein Witz, ich hatte wirklich voll Bock auf Schach. Und dann, ja, ne, gehen mal. Gehen mal, ja. Und dann haben wir irgendwie eine Stunde lang Schach Nein. gespielt. Wir haben eine Stunde lang Schach gespielt, ja. Okay, warte. Was bevorzugst du so für Haare, ja? Also Frisur. Also an dir selber. Und mir selber. Ja. So wie ich sie jetzt habe. Und willst du uns ja sagen, wie du sie jetzt hast? Boah, ich habe keine Ahnung. Darf ich sie beschreiben mit einem Wort? Kacke. Nein, ich Was? würde sie beschreiben mit einer, wie heißt diese Kinderserie? Bin, nein, Ja, warte, wie heißt der? Genau, genau. Bob der Baumeister. Das ist so eine ziemliche Bob der Baumeister-Frisur. Ich weiß nicht, hatte der Baumeister überhaupt eine Frisur? Ich habe keine Ahnung. Ja, normal. Ja, aber ich weiß so gerade echt nicht. Aber weil wenn ich Nein, deine der hat gar Frisur so keine. sehe, ja, dann würde ich sogar sagen, Bob der Baumeister-Frisur. Keine Ahnung, Der ja. hat gar keine. Ja? Der Ja, hat immer ich weiß den es Helm nicht. auf. Ja, man hat doch auch unterm Helm Haare, aber egal. Weißt du, ich würde das echt so beschreiben, weil du hast echt so halt so kurze Ja, Haare, ne? Normal, ja. Sonst stören die ja beim Zocken, weißt du, es wäre ja blöd. das ist unpraktisch. Ja, ist unpraktisch und aber du hast auch irgendwie da keinen Style irgendwie drin. Aber du willst auch keinen Style Ich. drin haben, ne? Ist dir voll egal. Jo, ziemlich. Ziemlich, Mama. Ja, mach mal So. was. Ja, mach du doch Ich mach dir keinen was. Plan mehr. Nee, ich hab Mach keinen 1 Plan. gegen 1. Okay. Oh, das hättest du nicht machen sollen. Warum, Alter? Was? Du bist so behindert. Oh. Oh. Ja, okay. Aber sonst war alles in Ordnung gewesen, weißt du? Perfekt. So, bam, bam, bam. Und bam, bam. Bäm, dann bäh, und dann wäre ich gestorben, aber es wäre egal, weil ich dann 3 Leute mitgenommen hätte. Aber. Er ja, willst jetzt mal was machen? Der hat mir die ganze Zeit gesagt, ungültiger Zug. Hey, wie dumm. Hey, wie dumm. Oder was? Ja, warum wäre das ein ungültiger Zug? Keine Ahnung. Attacking rapidly. Mach mal was. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ich Ja. Ach schwöre. so. Bam, Junge! Ja, was hast du gemacht? Ah, das ist okay. Das war dumm. Warum war das jetzt dumm, Alter? Halt die Schnauze! Du kannst mich nirgendwo mit wegfetzen und du bist im Schach? Boah, Junge, krass. Boah, Sief, Digga. Sief. Und da packt er die Plays aus. Was war das für ein Binnerter? Schnauze. Was war das für einer? Oh, der Schu König haut dir alles weg. Schwör, Junge, die hauen alle. Eigentlich voll gut, ne? Ja, voller guter Zug. Das war voll die Taktik. Scheiße, ich hätte ihn wegsetzen sollen. Ja. Warte, spielst du eigentlich gerade selber? Spielst du gerade selber? Spielst du gerade selber? Ja, wie, was sonst? Ja, ich meine, weil das war voll der dumme Zug, blablabla. Ja, Hä? Ach, halt die Schnauze. Du läufst da mit deinem König an der Front rum. Ja, der verteilt hier. Ein Bitch schleppt nach dem anderen, Junge. Mein König hat bisher die meisten Kills. Ja, mach mal was. Ja, ich bin am Überlegen. Boah, voll die Taktik. Boah, jetzt haust du hier aber.
Ey, ich schwör, ich dachte, er wäre gesaved. Oh mein Gott, er war nicht Der gesaved. König. Was? Der Wie, König mein König, bist denn du? Topi. Achso. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, willst du noch einen verlieren? Ja, komm. Ey, komm, lass das mal, geh mal wieder weg. Ja, meinst du? Ja, mach einfach nichts, mach einfach nichts. Du bist ein Hurensohn. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was soll ich getan haben? Was soll ich gemacht? Ja. Was steht denn da eigentlich? D auf C, A auf X, ja, das ergibt keinen Sinn. Egal. Mein König Ja. kommt A nicht auf mal X. näher. Dein König wird mich richtig zerficken, Alter. Oh ja, war so richtig. Ich komme von hinten, pass auf. Alter Vater. Was ist denn das? Oh, mein Name, stimmt. Was hast du gemacht? Boah, Junge, als du das einmal drauf achtest, ne? Ich habe gerade auf das Spielfeld geguckt, aber ich habe es nicht gesehen. Bam, Junge! Oh, was war das denn? War ein taktischer Oh, Zug. das war ja von mir geplant. Genau, das war das. Ja. Ja, klar. Ah, jetzt geht ja. Jetzt geht der König hier. Ah, Oh, Mission mein. failed, ne? Oh, so. Ganz schön scheiße, ne? Ja. Also für alle, die jetzt nicht so über die Pros sind oder so. Okay, jetzt gucken eigentlich nur über die Pros, ne? Ja, Ja. normal. Also ich habe ihn das jetzt halt ab. Er wollte mit seinem König da auf alles wegbremsen, aber dann habe ich mal so hingestellt und meinte so, ne, den bämst du nicht weg. Alles ist weggebannt mit dem König. Und damit setze ich den jetzt sozusagen unter doppelter Sicherung, damit ich meine eine Sicherung wegsetzen kann. Und ich schwöre, ich bin gleich weg. Tja. Das war mein Plan. Warum? Ja, pass auf. Mit dem König kannst du trotzdem nichts machen, du Volllappen. Was so viel Name gedacht? Hätte ich mir vielleicht das hier gedacht? Warte, Weiß Scheiße, nicht. ich hab dich gesehen, was hast du getan? Tja. G3. Was ist G3? G3. Okay, du hast den. Oh, krass, aber nicht zu heftig. Oh ja. Komm, komm. Oh. Oh. Ja. Was ist? Oh. Plop. Meinst du das ernst? Warte. Oh mein Gott, Okay. nein! Wow. Ist das jetzt nicht Schachmatt? Bam, bam, du könntest auch. Du könntest nirgendwo hingehen, das ist Schachmatt. Das ist nirgendwo. Meinst du das ernst? Was soll ich ernst, mein Junge? Was, du bist im Schach und kommst da nicht weg? Also halt die Schnauze. Oh. Was soll ich da nicht ernst meinen, du Mongo? Oh. Oh. Ach. Das ist der einzige Ort, an den du hinfliegen konntest, so, ja. Und jetzt gebe ich dir auf die Schnauze, ja. Ach, deine Mutter ist verloren. Ich schwöre, ich weiß nicht, wie ich das machen soll.
Gib einfach auf. Okay. Ich schwöre, ich renne jetzt durch, ja? Und hole meinen König oder ich meine Dame, ja? Also warte, du kannst nichts machen, oder was? Nein. Das war geplant. Schachmatt. Oh, mit diesem geilen Schachmatt, ja, verabschieden wir uns. Schreibt uns in die Kommentare irgendwelche Wo Themen, ist das damit wir denn darüber jetzt labern können. hergekommen? What? Wo ist das hergekommen? Weil ich hab dich mit dem, mit der Dame habe ich dich belagert, dass du eigentlich so gar nicht hingekommen bist. Mit dem Turm habe ich dich von oben abgetrennt und den schwarzen Läufer, mit dem habe ich dir dann den Rest gegeben, weil du dich ja bewegen musstest, aber nicht, dich nirgendwo hin bewegen kannst. So, das war eine gute Erklärung, ja? Wir sehen uns nächstes Mal und schreibt uns irgendwas in die Kommentare. Und wir können das auch von mir aus weiter erklären oder was auch immer. Und ja, wir wollen halt mit über irgendwelche Themen reden. Und damit verabschieden wir uns und tschüss.